Er ist die Schlüsselfigur im FIFA-Skandal, Jack Warner. In seiner Heimat Trinidad und Tobago lässt er sich inzwischen von der Polizei vor kritischen Journalisten schützen. Herr Warner, können wir ein paar Worte mit Ihnen wechseln? Deutsches Fernsehen. Herr Warner, haben Sie Ihre Stimme bei jeder WM-Vergabe verkauft? Herr Warner, warum haben Sie Geld aus Katar bekommen? Herr Warner, wie viel Schmiergeld haben Sie genommen? Wie viel Schmiergeld, Herr Warner, wie viel? Schmiergelder kassierte er in Millionenhöhe. Jack Warner, jahrelang Sepp Blatters enger Freund, zusammen seit 1983 in der FIFA. Später Präsident und Vizepräsident, die zwei wichtigsten Männer im Weltfußball. Warner tritt 2011 zurück, das FBI ermittelt wegen Veruntreuung und Korruption, wie es in der US-Anklageschrift heißt. Hat er außerdem noch seine Stimme für die WM in Katar verkauft? Wir bekommen die Kopie eines Bankbeleges zugespielt. Jack Warner werden aus Doha 1,2 Millionen US-Dollar auf sein Privatkonto überwiesen, das kurz nach der WM-Vergabe. Nach unseren Recherchen soll Warner bei jeder WM-Vergabe seit 1998 Schmiergelder kassiert haben. Wir treffen Bruce Ahnensen, einen ehemaligen Mitarbeiter von Jack Warner. Er kennt die Machenschaften sehr gut. Sie haben es bei der FIFA nie als Schmiergelder oder Bestechung gesehen. Jack Warner hat immer behauptet, das ist der verdiente Lohn für seine harte Arbeit und sein Engagement für den Fußball. Es herrschte eine Kultur der Korruption in der FIFA. Ich habe mal zu ihm gesagt, das ist ja wie bei der Mafia. Er hat geantwortet, es ist viel besser. Auf den Cayman Islands, nicht weit weg von Trinidad und Tobago, wurden viele dieser Deals abgewickelt. Das ist die Heimat von Jeffrey Webb, amtierender FIFA-Vizepräsident. Er ist einer der in Zürich verhafteten Funktionäre. Im Gerichtsarchiv von Grand Cayman finden wir dieses Dokument, das belegt, Jeffrey Webb leitete Jack Warners Firma J&D International. Hier flossen Millionen aus krummen Geschäften. Und Jeffrey Webb war 20 Jahre lang Manager dieser Bank. Soll hier für Jack Warner Schwarzgeldkonten angelegt haben. Auch für andere ehemalige FIFA-Mitglieder. Darüber mit uns reden will bei der Bank keiner. Schwarzgeldkonten, Scheinfirmen, schmutzige Geschäfte. Das FBI ermittelt und inzwischen soll Jeffrey Webb seiner Auslieferung an die US-Justiz zugestimmt haben. Guido Tognoni war FIFA-Direktor und FIFA-Kommunikationschef, bis er sich mit Sepp Blatter überwarf. Heute kritisiert er die Korruption im Weltfußballverband. Blatter war erstens einmal Mitwisser und zweitens war er in gewisser Sicht Komplize im Exekutivkomitee. Sepp Blatter hat alles toleriert. Er hat einfach des Machterhalts willen hat er alles toleriert, hat sie machen lassen, hat genau gewusst, dass gewisse Gelder in die falschen Taschen gehen. Je mehr die FIFA einnahm, desto mehr Schmiergelder flossen. Denn mit Sponsoren und TV-Geldern wurde der Fußballverband zu einem Milliardenunternehmen. Allein bei der WM in Brasilien nahm die FIFA im vergangenen Jahr rund 5 Milliarden Dollar ein. Geld, das sie vor allem über Vermarktungsagenturen bekam. Also der Erfinder des Fernsehers, das war der größte Segen für den Fußball überhaupt. Oder generell für den Sport, aber für den Fußball ganz im Besonderen, weil Fußball ist der beste Sport, den man als Unterhaltung anbieten kann. Die Vermarkter haben natürlich als erstes die Chance erfasst und sie haben natürlich auch für die große Geldbeschaffung gesorgt. US-amerikanische Behörden haben herausgefunden, dass Schmiergeldzahlungen rund um die FIFA immer nach dem gleichen Muster ablaufen. Die Sportvermarkter bekommen von Sponsoren und Fernsehanstalten Geld für TV- und Marketingrechte. Um diese zu bekommen, zahlen sie neben den regulären Geldern auch Schmiergelder an korrupte Funktionäre. Angefangen hatte alles mit der ISL, einer TV-Rechte- und Marketingfirma, 1982 in der Schweiz gegründet, vom Adidas-Unternehmer Horst Dassler. Mit ISL begann die Korruption im Weltfußball. Die Agentur schmierte schon Blatter-Vorgänger Joao Havelange, zahlreiche andere Funktionäre und auch Havelanges Schwiegersohn Ricardo Teixeira. Insgesamt flossen mehr als 140 Millionen Franken Schmiergelder.
Es ist ja leider dokumentarisch erwiesen, gerichtsfest erwiesen, dass zum Beispiel die ISL die Rechte gar nie bekommen hätte, wenn sie nicht geschmiert hätte. Diese Art der Korruption hat bis heute System. Aktuell beschuldigt das US-Justizministerium 14 FIFA-Funktionäre und Vermarkter der Korruption und der Geldwäsche, sieht sie als Teil der organisierten Kriminalität. Ende Mai wurden 7 Funktionäre in Zürich verhaftet. Auch die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Untreue und Geldwäsche. Sie durchsuchte die FIFA und den Schweizer Sportvermarkter Kentaro. Es geht darum, ob bei den WM-Vergaben 2018 und 2022 Schmiergelder geflossen sind. Das ist sicher ein zentraler Teil herauszufinden, inwiefern eben bei dieser Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften allfällige Vermarktungsinstrumente dazu beigetragen haben, dass eben über noch nicht klare Vermarktungskanäle gewisses Geld abgezweigt worden sind. Die Bundesanwaltschaft hat relativ schnell Bankverbindungen analysiert und ist dabei auf zumindest 104 verdächtige Bankverbindungen gestoßen, die nun im Moment relativ detailliert angeschaut werden. Im Visier haben die Schweizer Ermittler auch dieses Testländerspiel 2010 in Katar zwischen Brasilien und Argentinien. Gespielt wurde nur 2 Wochen, bevor die WM 2022 an Katar vergeben wurde. Die Schweizer Firma Kentaro hatte die Begegnung vermarktet. Der Verdacht: Das Spiel fand nur deshalb in Doha statt, um FIFA-Exekutivmitgliedern aus Brasilien und Argentinien Geld zuzuschanzen, damit sie für Katar stimmen. Dabei soll unverhältnismäßig viel Geld geflossen sein. 8,6 Millionen US-Dollar zahlte der Milliardär Bin Saad al-Saad aus Katar an die Marketingfirma Kentaro in der Schweiz. Kentaro behielt 2,9 Millionen Dollar für sich und zahlte den Rest an die Chefs des brasilianischen und des argentinischen Fußballverbandes sowie an einen unbekannten arabischen Vermittler. Das ist eine wahnsinnige Summe. Also da kann etwas sicher nicht sauber gelaufen sein. Kentaro hat ein schlechtes Image. Die haben mit Brasilien seit Jahren komische Dinge gedreht. Da ist es möglich, Leute zu schmieren mit solchen Einnahmen. Wir wollen Kentaro zu den Vorwürfen der Ermittler befragen. Am Firmensitz im schweizerischen Mels gibt es von Kentaro nicht mehr als diesen Briefkasten. Die Nachbarn haben noch nie von der Firma gehört. Telefone und Fax sind abgeschaltet. Merkwürdig für ein Unternehmen, das millionenschwere Fernsehrechte vermarktete. Im Zusammenhang mit der WM-Vergabe nach Katar bekommt die Schweizer Staatsanwaltschaft fast täglich neue Hinweise auf Ungereimtheiten. Bei der Geldmaschine Fußball-Weltmeisterschaft spielt auch eine kleine Gruppe von Beratern eine wichtige Rolle. Weit verzweigt ist ihr System. Die FIFA selbst empfiehlt die Berater. Bewerberländer engagieren sie in der Hoffnung, durch sie die Ausrichtung einer WM zu gewinnen. Meist sind sie lange im Geschäft, wie zum Beispiel der deutsche Fedor Rathmann. Er beriet gemeinsam mit einem anderen Deutschen, Andreas Abold, und dem Engländer Peter Hargitay Australien bei der Bewerbung für die WM 2022. Fast 40 Millionen US-Dollar an Steuergeldern investierte Australien. 13 Millionen bekamen die Berater. Viel Geld musste Australien für dubiose Zwecke spenden, zum Beispiel für die Renovierung des Stadions von Trinidad und Tobago, der Heimat von Jack Warner. Die Australien-Spende soll denn auch auf dessen Privatkonto gelandet sein. Genutzt hat es nichts. Australien scheiterte mit nur einer Stimme. Bonita Merziades war Managerin der australischen Bewerbung. Sie kritisiert das ganze System. Das Schlüsselproblem ist der FIFA-WM-Bewerbungsprozess. Er ist unsauber und korrupt. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Bewerber Geld für Entwicklungshilfe überweisen müssen. Letztlich ist das Geld für die Stimme der Exekutivmitglieder. Wussten die Berater Peter Hargitay, Andreas Abold und Fedor Rathmann von den Schmiergeldern, die Jack Warner bei der FIFA bekommen hat?
Auf jeden Fall wissen sie, wie das FIFA-Geschäft läuft und was die Exekutivmitglieder verlangen. Sie haben über Jahre so gearbeitet, für andere. Erfolgreiche Bewerbungen wie die deutsche 2006 oder andere. Sie kennen das spezielle FIFA-Geschäft ganz genau. Freundschaftsspiele, die nur veranstaltet werden, um die Geldmaschine Fußball am Laufen zu halten. Steuerbetrug und Scheinfirmen, Schwarzkonten und Schmiergeldzahlungen. Ohne eine grundlegende Reform der FIFA wird sich auch ohne Sepp Blatter an diesem System nichts ändern.